Meine Damen und Herren, ich grüße Sie bei Garten Eden ruft. Wir sind heute in Leipzig bei Michael und Sabine Vogt und wir haben heute wieder ein spannendes Thema für Sie und hier legen wir los. Michael, ja. Dich kennt eigentlich fast jeder. Du bist Publizist, du bist Dokumentarfilmer und Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft hier in Leipzig. Gewesen oder immer noch? Gewesen. Gewesen. Ja. Und das weiß jeder. Aber wer ist Michael Vogt wirklich? Wie würdest du dich mit deinen Eigenschaften beschreiben, wenn du aus dir herausgehen würdest und dich betrachten würdest und so, ja, das und das gefällt mir an mir oder das und das eher weniger? Also ich würde sagen, das entscheidende Kriterium ist, dass ich ein extrem neugieriger und offener Mensch bin und das auch schon immer gewesen bin. Dinge erfahren wollte und hinter die Kulissen geschaut habe und auf die Art und Weise auch spannende Dokumentationen zustande bekommen haben. Das ist aber diese Neugier und dieses Erfahrungswissen und das kennenlernen wollen von neuen Sachen ist so das Zentrale, was mich ausmacht. Und das ist bis heute auch geblieben? Das ist absolut bis heute geblieben. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Bin ich auch sehr froh drüber, denn das war mal durchaus auch anders. Es ist bis zum heutigen Tag so, dass die Neugierde und der Wissensdurst mir erhalten geblieben ist und ich so meine Arbeit mache. Sabine, wie würdest du deinen Mann beschreiben? Also zuallererst als einen sehr warmherzigen Menschen, der jedem Menschen offen gegenüber tritt und genau wie er schon gesagt hat, also sehr, sehr, sehr neugierig ist, kann das nur absolut bestätigen. Auch obwohl du das wahrscheinlich von dir nicht so sagen würdest, durchaus auch als ein geduldigen Menschen inzwischen und bestimmt so durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre hat sich da nochmal einiges auch, also das kam noch einiges mit dazu. So, Geduld war etwas, was ich auch wirklich auch lernen musste. Das war nicht von Anfang an mir in die Wiege gelegt. Ich erinnere mich auch an Phasen, wo ich sehr ungeduldig gewesen bin und sehr fordernd mir die Dinge nicht schnell genug gingen und so weiter, aber da hat Sabine recht, hat sich inzwischen geändert. Okay. Gibt es eine Vision, die euch beide verbindet, Sabine? Ich denke, dass wir beide tatsächlich immer noch von einem Ort träumen wo sich Menschen wirklich begegnen können, so wie sie sind und wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und tatsächlich ja da auch die richtigen Menschen trifft. Ja, es gibt so einen Scheideweg im Laufe des Lebens. Was war denn deiner? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ein zentraler Scheideweg war mein Breakdown, also der Zusammenbruch, den ich gehabt habe. Und der dann repariert wurde von einem absoluten Genie, von Oleg Lohnes, dem ich bis zum heutigen Tage extrem dankbar bin für das, was er für mich geleistet hat. Und ich konnte das am Anfang gar nicht richtig nachvollziehen, denn ich war ja komplett auf der anderen Seite und habe heute noch sehr plastische und sehr konkrete Erinnerungen an eine Situation, wo ich im Prinzip nicht mehr auf dieser Welt gewesen bin. Und diese Erinnerungen sind mir bis heute im Gedächtnis sehr plastisch erhalten geblieben. Und Oleg hat das alles in Ordnung gebracht. Und das war, dafür bin ich ihm extrem dankbar. Und das war wirklich der Scheideweg, wo sich dann auch, was die weitere Arbeit betrifft, extrem viel geändert hat. Was hast du da wahrgenommen? Woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinen Eltern und meinem Bruder, das viele Jahrzehnte zurück
gelegen haben muss. Denn mein Bruder ist vor vielen, vielen Jahren gestorben. Meine Eltern leben inzwischen auch nicht mehr. Insofern war es ein Erlebnis, was mit der Wirklichkeit zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht das Geringste zu tun haben konnte. Das ging eigentlich gar nicht. Daran erinnere ich mich extrem plastisch, wie dieser Kontakt und dieses Gespräch und diese Herzlichkeit, die ich dort erlebt habe, stattgefunden hat. Das war ein ganz besonderes Ereignis. Das war sozusagen im Jenseits, oder? Ja. Ja. Also weiß ich nicht, ob man das so nennen kann oder so nennen würde, aber ich war im Prinzip auf der anderen Seite. Und das Interessante ist, dass diese Erinnerung an diese Zeit extrem deutlich und extrem plastisch ist und deswegen auch mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben konnte, denn die handelnden Personen existierten zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Und das war auch keine Erinnerung an ein Gespräch von früher? Nein. Absolut. Nein, das war etwas wirklich völlig, es war was, von dem ich den Eindruck hatte, dass es was völlig Aktuelles gewesen ist und nichts irgendwie von früher, gar nichts in der Richtung. Eben Jahrzehnte zurückgelegen haben muss, weil mein Bruder damals noch existiert hat und noch gelebt hat, meine Eltern noch jung waren. Also das hat mit der Wirklichkeit, als ich diese Erinnerung gehabt habe, und die ist plastisch bis zum heutigen Tag, überhaupt nichts zu tun. Hast du das Gefühl gehabt, das Licht war heller oder gab es? Nein, es war alles schärfer, es war alles plastischer. Mhm. Und alles sehr, sehr deutlich zu erkennen, aber es war jetzt nicht irgendwie heller oder hat irgendwie gestrahlt. Es war ein Erlebnis, in dem ich mich zurechtgefunden habe, wie ich das jetzt hier bei unserem Gespräch auch tue, aber es war eben Jahrzehnte früher. Ja, wie hast du die Zeit wahrgenommen? Also die Zeit nach dem Zusammenbruch von Michael. Also das ist super schwer in Worte zu fassen, weil ich es mit nichts vergleichen konnte, was ich jemals erlebt hatte, und ich auch festgestellt habe, dass es, auch wenn ich das Menschen erzählen wollte, es ist da keine Parameter gibt für die anderen, weil dieses Erlebnis wirklich so, so eindrücklich gewesen ist. Also die ganze Reparaturphase und auch dann die Phase von Regeneration und Erholung. Und ich kann sagen, dass das so ein Erlebnis ist, was mich wirklich mit ganz tiefer Dankbarkeit erfüllt. So. Ja. Wie lange hat die Phase gedauert? Meinst du die Reparaturphase? Ja. Oder also die Reparatur hat durchweg ein Jahr gedauert. Ja. Wobei man sagen muss, also wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche hat Oleg repariert aufgrund von viel Gegenwind durch das Außen, aber auch durch eigene Schwachstellen, eigene Unreife, hat die Reparatur noch länger gedauert, musste immer wieder nachgelegt werden von Oleg. Und was eine ganz große Rolle gespielt hat bei dieser ganzen Geschichte, war das Thema Angst und es auch wirklich in den Griff zu bekommen. Die Regenerationsphase, die sich dann angeschlossen hat, oder ich denke, das läuft so ineinander über. Also ich persönlich würde sagen, dass es Regeneration hört nie auf, Heilungsprozesse hören auch nie auf. Das ist einfach ein Thema, was wohl jeden Menschen auch ein Leben lang begleitet, ja. Und so auch mich und uns. Mhm. Ja. Aber euch hat es doch irgendwie angezogen, der eine den anderen. Wie war denn das? Ja, wir haben, das war ein großer Kongress, da haben wir uns kennengelernt
Und ich war bei, das war eigentlich sowieso alles völlig skurril. Ich bin bei dem Kongress vorgesehen gewesen als Moderator. Dann wurde ich vom Veranstalter ausgeladen. Dann habe ich eine Einladung zu einem anderen Kongress erhalten und habe da auch zugesagt, mich gefreut und na gut, dann fahre ich eben dorthin. Dann ist das auch abgesagt worden und dann kam der Veranstalter des ursprünglichen Kongresses auf mich zu und gesagt, na gut, du bist gerne Gast bei uns, aber du hast keine Aufgabe, also komm einfach vorbei und schau dir das Ganze an. Aber irgendeine Aufgabe, so etwas hast du nicht. So ist das zustande gekommen, dass ich dann bei diesem Kongress dabei gewesen bin. Und dann habe ich auf diesem Kongress, das hat aber Sabine gar nicht mitbekommen, sie gesehen. Und es war völlig klar, das ist die Frau meines Lebens. Und mit der möchte ich den Rest des Lebens verbringen. Und ja. Ich bin dann bei dem Kongress bis zum Schluss geblieben. Da waren dann noch 4 Personen übrig und wir haben gar nicht an einem Tisch gesessen, sondern waren relativ weit weg voneinander. Und dann hatte ich endlich die Gelegenheit, als dann das Ganze zu Ende ging, auch in persönlichen Kontakt zu treten. Sie wollte sich eigentlich nur bedanken. Es war irgendwie völlig skurril. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt gesiezt, aber also sie hat mich gesiezt, habe ich gesagt, um Gottes Willen, lass das sein. Das habe ich mit keinem meiner Gäste gemacht, wollte ich auch nicht. Und so haben wir uns kennengelernt und mir war klar, die oder keine. Ich wollte niemand anders und das ist bis heute so geblieben und ich bin extrem froh und glücklich, dass wir beieinander sind und an einer Seite sind. Ihr habt euch also gefunden als Paar, ihr habt aber wahrscheinlich auch gemeinsam eine Aufgabe hier, oder? Was habt ihr für einen Eindruck, was es ist? Tatsächlich entsprechend der Herausforderung, die wir so ja auch erlebt haben in den vergangenen Jahren, denke ich persönlich, dass es auch darum geht, einen Heilungsprozess, auch einen gemeinsamen Heilungsprozess miteinander zu leben und zu erleben, aber eben auch jeder für sich seinen. Denn jede Veränderung bei Michael macht auch etwas mit mir und umgekehrt. Und durch den Zusammenbruch von Michael haben wir auch wirklich dieses Geschenk bekommen, Zeit, die wir uns nehmen können für uns und auch füreinander. Und das hätten wir so unter normalen Umständen überhaupt nicht gewagt. Ja. Und tatsächlich gehört auch viel Mut und viel Kraft mit dazu. Und glücklicherweise haben wir beides, also die Kraft auf jeden Fall und Mut, würde ich sagen. Ja, auch. Auch auf jeden Fall, ja, genau. Was da auch immer passieren mag, hattet ihr das Gefühl, das war ein Angriff? Ich würde sagen, nein. Also ich weiß, dass viele Menschen das denken. Ich denke, Angriffe sind immer etwas, wo man selber Schwachstellen hat und wo jemand durchgreifen konnte. So, man stellt sich so vor, man lässt die Haustür offen und dann können eben auch ungewünschte Geschehnisse passieren im eigenen zu Hause und Verantwortung ist da eher bei uns, würde ich sagen. Ja. Das Erlebnis hat also etwas am Ende Positives euch gebracht. Ich würde schon sagen, ja. Es hat eine Veränderung und auch ein Aufwachen kam, ging damit einher. Und dieses Aufwachen ist natürlich etwas Positives und damit sind wir auch in eine neue Realität hineingeworfen worden, regelrecht. Und das war auch gut so. Und wenn ich das jetzt alles, diese vielen Jahre überblicke, dann sollte das alles ganz offensichtlich auch genauso sein. Von heute an gesehen, gibt es etwas in deinem Leben, was du als
Dokumentarfilmer oder als Professor oder mit irgendwelchen Aufgaben, die du früher erledigt hast, mit gutem Gefühl. Würdest du aus der heutigen Sicht, gibt es da etwas, was du anders machen würdest? Nein. Also es ist ein Prozess gewesen und da habe ich sehr viel gelernt. Und natürlich ist ein solcher Lernprozess immer auch etwas Schmerzliches. Ich habe ganz, ganz viele ehemalige Kollegen verloren, aber das war auch in Ordnung so. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich unglaublich viele Sendungen gemacht habe mit den unterschiedlichsten Leuten, dann ist das eine spezielle Phase gewesen und es war auch gut so, dass diese Phase letztendlich dann auch vorbeigegangen ist. Also es war völlig in Ordnung, so wie es sich letztendlich auch entwickelt hat. Was ich heute so bemerke, ist, dass die jetzigen Journalisten so völlig anders arbeiten. Für dich, was war für dich wichtig, wenn du als Dokumentarfilmer gearbeitet hast? Ja. Was war für dich wichtig zu sein und umzusetzen? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich würde ich heute eine Menge Dinge anders machen, würde auch eine Menge Sachen weglassen, die ich damals gemacht habe. Keine Frage, das ist die eine Seite. Die andere Seite, es war natürlich auch ein Lernprozess und insofern ganz offensichtlich auch in irgendeiner Weise notwendig, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Und vor dem Hintergrund ist es gut so, wie es gelaufen ist. Auch wenn es ein schwieriger und ein schmerzlicher Prozess zum Teil gewesen ist, aber es sollte genauso sein und deswegen war es auch völlig in Ordnung. Und ich würde nichts weglassen, sondern ich würde das genauso nochmal durchziehen. Früher haben die Journalisten anders recherchiert, anders gearbeitet, du ja sicher auch. Was fällt dir heute auf? Weil du hast einen ganz bestimmten Ablauf gehabt. Ja. Was war dir immer wichtig in deiner Arbeit? Die Neutralität. Also ich war neugierig auf das, was der Gesprächspartner mir mitzuteilen hatte. Und ich war, und das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, immer sehr offen und immer sehr neugierig, auch wenn ich selber die Dinge, die mir erzählt wurden, manchmal hatte ich echt Mühe, auch ernst zu bleiben, gar nicht so glauben konnte, weil mir Sachen erzählt wurden, wo ich gedacht habe, kann ja irgendwie nicht wahr sein. Glaubt ihr das echt allen Ernstes wirklich? Oder glaubt sie das allen Ernstes wirklich, was sie da gerade erzählt? Aber es war genau so, dass ich da alles Mögliche erlebt habe, immer ernst geblieben bin und auch meinen Gesprächspartner ernst genommen habe mit seinen Inhalten, was er vorgetragen oder was sie vorgetragen hat. Aber und das würde ich genauso machen. Ich würde jetzt nicht ein investigativer Journalist werden, der sagt, ich muss da den Gesprächspartner in irgendeiner Weise überführen oder meine eigenen Positionen, meine eigenen Inhalte jetzt breittreten. Das war nie mein Ziel, sondern ich war neugierig, was mir mal irgendjemand zu sagen hatte. Ja, welche Werte lebt der Michael in deinen Augen? Auf jeden Fall sehr viel Respekt gegenüber anderen Menschen. Mut. Sehr viel Dankbarkeit spüre ich bei dir. Und auch Bescheidenheit. Ja. Und was nimmst du bei ihr wahr? Sabine hat schon darauf hingewiesen, dass wir von völlig unterschiedlichen Planeten im Prinzip kommen. Also umso erstaunlicher und auch so spezieller und schöner ist es, dass wir zusammengefunden haben. Die Gegensätze oder die Unterschiede, die sind unverändert vorhanden und die sind zum Teil auch wirklich krass. Also und das ist das, was mich auch anzieht und reizt an ihr und an ihrem Charakter. Und zwar von der Sekunde null an ist das so gewesen.
Und von daher, die Offenheit und die Ehrlichkeit und die Neugierde, das haben wir beide gemeinsam. Und das nehme ich bei ihr genauso wahr. Das ist einfach wundervoll, dass das genau so ist. Also die Neugier verbindet euch? Ja. Auf jeden Fall. Auch die Offenheit, die Neugierde, das Interesse an völlig unterschiedlichen Dingen und die Offenheit unterschiedlichsten Themen gegenüber, das haben wir beide, verbindet uns beide. Ich würde auch sagen, tatsächlich so Mut und egal, was auch immer uns so passiert ist, also wir haben so großartige Geschenke bekommen, also wir haben so großartige Dinge erfahren, nicht nur durch Oleg und von Oleg, auch von anderen Menschen, die dann später tatsächlich noch in unser Leben gekommen sind. Und auf der anderen Seite hat es so viel auch wettgemacht, also hat man immer so diese ganze Palette und diese Bandbreite, die wir gemeinsam erleben dürfen. Und manchmal könnte man wirklich sagen, es ist immer eine Gegenseite auch dazu. Und dieses Durchhaltevermögen, die Disziplin und die Kraft, die ich bei uns beiden spüre. Auch manchmal, wenn Situationen so hoffnungslos erscheinen, dennoch weiterzumachen, auch wenn der Schmal so ganz, ganz... Der Weg ganz schmal ist. Ist und so, dass wir oftmals gedacht haben, wow, da gibt es kein Durchkommen. Aber wir sind immer durchgekommen und ich denke auch, weil wir einfach so sind, wie wir sind und zusammenstehen. Ja. Ja. Ich habe gehört, ihr habt ein neues Ziel, ein neues Projekt. Um was handelt es sich da? Willst du sowas sagen? Ja, kann ich gerne machen. Also tatsächlich ist es ja so, dass das Querdenken-Projekt, ich würde sagen, wirklich mit Michaels Zusammenbruch beendet war, auch wenn ich dann noch ein paar Sendungen gemacht habe, um den Schwung noch mitzunehmen. Und es auch wichtig war, das ganze Projekt tatsächlich auch am Leben zu erhalten in etwas anderes, also Michael Vogt TV dann hinüber, wie soll man sagen, zu führen, ja. Und wo die Ausrichtung tatsächlich nicht komplett anders ist, aber viele Themen, die Michael behandelt hat bis 2017, eben keinen Stellenwert mehr haben, weil, wie du sagst, sich das auch tatsächlich erledigt hat. Wir sind jetzt einfach tatsächlich in einer anderen Zeit. Es ist so viel passiert in den vergangenen Jahren, auch gerade noch mal in der ganzen Corona-Zeit. Und das, was wir jetzt eben auch sehen und erleben müssen, ist, wie versucht wird, den Menschen hier ihre Basis, ihre wirtschaftliche Basis auch zu entziehen. Ja. Und da haben wir beide uns entschlossen, dass wir das Michael Vogt TV, also dieses Projekt auch so weit erweitern, dass wir Unternehmern dort die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, weil wir sagen, Netzwerk ist das A und O, das ist so das Allerwichtigste, dass die Menschen, die wirklich guten Mutes sind, die Kraft haben, die kreativ sind, die neue Ideen haben, egal was auch immer sie machen, also unternehmerisch meine ich jetzt, sich auch verbinden, gut vernetzen können. Wir haben eben auch selber erlebt, wie das ist, wenn das Netzwerk dann zusammenbricht und erstmal fast niemand mehr da ist. Und ja, wie wichtig das ist, eins zu haben. Und wir wollen gerne Menschen die Möglichkeit geben, sich bei uns auch kurz vorzustellen. Nicht in diesen einstündigen Interviews, sondern wirklich 3 Minuten, 4 Minuten in ihrer Einmaligkeit, Besonderheit, in ihrer Essenz als Unternehmer. Wollt ihr die Moderation gemeinsam machen? Wir werden das sicherlich auch machen, ja. Und an sich ist das, was wir jetzt hier tun, ja ein gutes Beispiel, dass es auch gut funktioniert. Und die Harmonie, die zwischen uns beiden existiert, könnte natürlich auch bei der gemeinsamen Moderation einfach eine Rolle spielen. Insofern
ein klares Ja auf deine Frage, die du gerade gestellt hast. In jedem Fall machen wir die Organisation des Ganzen gemeinsam. Also das ist. Aber nicht nur das. Nicht nur das, ja. Genau. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du richtigstellen möchtest? Wo man dir vielleicht übel mitgespielt hat? Also, natürlich gibt es solche Dinge, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht ein Thema, auf dem ich in der Rückschau groß drauf rumreiten möchte. Insofern, mir ist wichtig, den Blick jetzt nach vorne zu richten und die neuen Aufgaben an- und wahrzunehmen und nicht jetzt nochmal in der Vergangenheit rumzustochen. Gibt es einen inneren Auftrag, den du jetzt so fühlst? Ja. Der ist wie? Ja. Ich möchte den Menschen, die ich anspreche, Hoffnung und Zuversicht vermitteln für das aktuelle Leben und für ihre aktuellen Aufgaben. Und das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Und deswegen der positive Blick nach vorn, das ist das Zentrale. An welche Zeit denkst du heute gerne zurück? Ich denke an die ganzen 10 Jahre, die wir zusammen sind, oder 11 Jahre, die wir zusammen sind, in der Tat gerne zurück. Aber es ist auch nicht der Blick zurück, sondern es ist aus dieser Zeit auch der Blick nach vorn. Also zurückschauen ist immer das eine, aber das ist jetzt nicht die zentrale Aufgabe, die ich wahrnehmen möchte, sondern wir haben eine Aufgabe und wir wollen den Blick nach vorne richten und nicht dauernd in der Vergangenheit rumsuchen. Ja, ein großartiger Mann braucht eigentlich eine wunderbare Frau. Ja, hat er. Hat er, ja, aber wie siehst du denn dich an seiner Seite? Ich bin auf jeden Fall die Kreative. Also von der Profession her bin ich ja Künstlerin. Ja. Und und ich würde sogar sagen Lebenskünstlerin. Also Kunst hat für mich unfassbar viel mit dem Leben zu tun. Kunst ist Leben, Leben ist Kunst. Und über diese künstlerische Tätigkeit habe ich so viel über prozesshaftes Denken erlernt und das hilft mir jetzt auch sehr in diesem gemeinsamen Prozess, den wir zusammengehen, und daher schöpfe ich ganz viel Kraft. Um welche Kunst handelt es sich? Ich zeichne, das ist abstrakte Kunst und das ist immer schwer, Kunst zu beschreiben. Besser ist, man sieht sie und hat dann auch die Chance, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, das wird auch durchaus noch mehr ein Thema sein in Zukunft. Es ist ein schönes Beispiel, entschuldige mich, dass ich unterbreche. Ja. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich bei mir auch die Sichtweise auf das Leben verändert hat. Ich konnte mit der Kunst, wie Sabine sie macht, nie etwas wirklich anfangen. Das hat sich grundlegend geändert. Ich habe da einfach dazugelernt. Ich bin wacher geworden. Ich habe Dinge gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und ich freue mich darüber, dass das so ist. Und das war jetzt alles andere als selbstverständlich. Und es ist dann auch nichts, was mir so von Anfang an die Wiege gelegt war. Ganz im Gegenteil. Ich habe das lernen müssen und ich bin froh, dass ich es lernen durfte. Was für gemeinsame Ziele habt ihr euch gesetzt? Wir wollen auf jeden Fall gemeinsam ein lebenswertes, schönes Leben haben und auch andere Menschen inspirieren, dass es immer möglich ist, weiterzugehen, egal wie groß die Schwierigkeiten sind und die Hürden, die einem da so begegnen. Also das ist, ich würde sagen, uns beide hat es auf jeden Fall stärker gemacht, wie Michael sagt, auch wacher. Wir haben gemeinsame Aufgaben, oder wir sehen, dass wir gemeinsame Aufgaben haben. Und um es ganz platt zu sagen, zumindest will ich das, und ich glaube, Sabine will das auch, wir wollen beide miteinander alt werden.
Wie schön. Glücklich sein, genau. Ja, ja, wie schön. Ja. Möge das noch lange dauern. Danke. Ja. Dankeschön. Aber ich habe noch eine Frage. Wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest, wie wären die? Also ganz vorne stünde der Wunsch, gesund zu bleiben. Und nicht nur gesund zu bleiben, sondern gemeinsam an der Seite von Sabine gesund und alt zu werden. Das ist das, das sind ja dann gleich mehrere in einem Wunsch, was mir wichtig wäre und was der größte Wunsch wäre, eben gemeinsam gesund alt werden. Gemeinsam. Und du? Ich möchte gerne die Dinge, die mir wichtig sind, wirklich durchführen können. Also das, was ich mir so vorgenommen habe. Gerne mit mir glücklich sein, mit Michael, mit meiner Familie. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, so diese zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Menschen zusammen zu sein. Wenn wir zurück zum TV-Kanal gehen und eure Absicht, könnt ihr noch mal versuchen, gemeinsam das klare Ziel zu definieren? Wir wollen Menschen unterstützen oder vorstellen, die in der Lage sind, mit dem Können, mit dem Wissen, mit dem Unternehmen, was sie haben, andere Menschen weiterzuhelfen, ja. Auch glücklich zu machen. Und vor allem sollte es immer Hand und Fuß haben. Okay. Ist dir zum Abschluss noch etwas besonders wichtig zu sagen, was du gerne unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Also wichtig wäre mir, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich den Zuschauern, das musste ich auch selber erst lernen, Bescheidenheit ans Herz legen möchte. Bescheidenheit für das, was funktioniert, und auch Bescheidenheit, wenn Dinge eben noch nicht funktionieren. Da habe ich eine Menge lernen müssen, und das war ein zum Teil auch schmerzlicher, aber sehr spannender und extrem wichtiger Prozess, den ich dank auch der großartigen Unterstützung, die ich von außen durch Oleg hatte, umsetzen konnte. Und diese Bescheidenheit, die würde ich auch allen anderen auch empfehlen. Und Sabine, was ist dir noch wichtig? Also ergänzend so, diesen Mut zu haben, viele tausend kleine Schritte zu machen und Geduld mit sich selbst und auch mit den anderen, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen, Pausen zu machen, durchzuatmen und sich jeden Tag immer wieder über die schönen Dinge des Lebens zu freuen. Und das ist so meine Erfahrung der vergangenen Jahre, und das bringt mich auch jeden Tag gut durch den Tag, wenn irgendwas nicht funktioniert, sich hinzusetzen, zu beruhigen. Und ich denke, das ist wichtig für die Zeit jetzt, keine Zweifel zu haben, an sich zu glauben und viele tausend kleine Schritte zu gehen, und dann ist sehr, sehr viel möglich. Mehr, als man sich vorstellen kann. Ich danke euch beiden. Das war ein sehr schönes Gespräch. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich möchte mich also von ganzem Herzen bedanken, dass ihr mit mir dieses Interview gemacht habt, also dass ich euch befragen durfte. Und liebe Zuschauer, bei Ihnen möchte ich mich auch für Ihr Interesse bedanken und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Garten Eden ruft, Ihre Heike Kaczmarzik. Thank you.